Was heißt hier gleich also? hi, geht's so? Du hockst sowieso schon seit einer Stunde hier drin. Aber hallo, geht's so? Hi, Shadow. Und hallo, Sun. Schön, dass ihr da seid und mich nochmal begleitet. Und Grimael ist auch da. Vielen Dank fürs Hydrate. Hallo, hallo. Ja. Ich habe leider ein bisschen Scheiße gebaut und die Kommo hat entschieden, dass ich neu anfangen soll. Ich habe jetzt allerdings schon neu gestartet, dass ihr nicht alles von Anfang an nochmal mitbekommen müsst. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass es ziemlich langweilig ist. Und, ja. Ich habe das Schaf schon bestellt. Also ich habe das Geld am 3. Frühling für ein Schaf zusammenbekommen. Gizo, ich gehe mal davon aus, du möchtest wieder das Schaf sein. Ja. Pipe, danke schön. Ist ein bisschen ärgerlich. Man hätte das im Spiel vielleicht auch irgendwie erwähnen können. Hätte man erwähnen können, aber ist halt nicht so. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch halt einfach nochmal. Finde ich ein bisschen scheiße, aber ist halt so. Hühner habe ich auch schon. Das war da auch das erste, was ich mir gekauft habe. Also das erste, was ich mir gekauft habe, war eine Henne, danach direkt den Hahn. Hey, you know, there's a ton of lore on unicorns too. In fact, I hear that they ride on silver moonbeams and they shoot rainbows out of their ass. Ja, genau, das ist die Unicorn Lore. Von Dean Winchester zumindest. So, Kuh geht's gut, die habe ich gemolken. So. Habe ich hier jetzt noch irgendwas drin? Habe ich irgendwas vergessen? Die hier müssen wir mitnehmen. Wunderbare Geschichte. Die hat mir meine Oma auch immer erzählt. Ja. Ja. Feel you. Feel you. ich habe übrigens noch ein paar Videos geschaut. Anscheinend ist es so, man kann sich jeden Tag ein Rezept von den Wichteln abholen. Das ist auch nicht falsch. Das ist auch nicht gelogen oder sonst irgendwas. Aber anscheinend ist es so, dass man verschiedene Gerichte bzw. Rezepte, mit denen müssen wir uns auch anfreunden. Und dir muss ich auch Geld spenden. Dir muss ich insgesamt 2000 spenden und dich anfreunden. Also pui. Was? Achso. Aber anscheinend ist es so, dass jeder Wichtel einem unterschiedliche Rezepte gibt. Also von dem hier kriegen wir Salate, von dem hier kriegen wir Herzhaftes und von dem hier weiß ich nicht. Ah, okay, ich habe die Eiersuppe beigebracht bekommen. Weiß ich eigentlich, wie es funktioniert, aber danke. Ich weiß nicht genau, was man von den Blauen bekommt, wahrscheinlich Suppen. Aber ja, nur damit ihr da Bescheid wisst, dass man anscheinend unterschiedliche Rezepte von denen kriegt. Lurkweil essen. Ah, okay, alles klar. Deinen guten Hunger, lass euch die Kartoffeln schmecken. Mit Matt muss ich mich auch wieder neu anfreunden. Mit dir rede ich jetzt aber erstmal nur. Ich bin nicht zum Einkaufen da, nein. Mit Fester muss ich mich anfreunden. Aber das hat Zeit. Wir müssen uns erstmal um Gary und Nina kümmern. Bei Nina sollen wir uns anfreunden, weil man ja später die Möglichkeit nicht mehr dazu hat. Und mit Gary halt wegen der Angel, weil der... Ich habe es auch ausprobiert auf dem alten Spielstand. Der nimmt wirklich keine Geschenke mehr an. Ich habe gedacht, vielleicht kann man da ein bisschen
was rausholen. Vielleicht kann man da so ein bisschen umgehen oder so, aber nee, funktioniert leider nicht. Gutes Game Design, muss man ja mal sagen. Ich wusste aber irgendwie, dass da noch ein Haken ist. Jedes Harvest Moon bzw. Story of Seasons hat irgendeinen Haken. Kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist. Aber dass es ausgerechnet bei so einem wichtigen Werkzeug wie die Angel einen Haken gibt. Unfassbar. Unfassbar, sage ich euch. Meine ich das nur, da leckt gerade das Spiel. Läuft gerade ein bisschen sehr unflüssig, glaube ich. So, Nina, komm mal her. Ja, ich habe doch nicht mit dir geredet, das weiß ich. Hallo. Nimm die scheiß Blume. Alte Frau, nimm die Blume. Also sie mag zum Beispiel auch sehr gerne Milch. Damit wird es schneller gehen, aber ich brauche die Milch. Es wird zum Verkaufen. So, der mag zum Beispiel unter anderem Tonfiguren. Habe ich gestern auch noch rausgefunden. Und Wakasangi-Line. Und Fisch. Er liebt Fisch. So, dann muss ich hier nochmal schnell kurz Fische angeln gehen. Für den Wissenschaftler. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Mit einem Charakter können wir uns erst später anfreunden, der einem noch ein besseres Werkzeug gibt, weil die ist erst im Jahr 2 da. Und zwar die kleine Kate. Ich habe zwar keine Ahnung, was Kate damit zu tun hat, aber YOLO. Ach komm schon, willst du mich verarschen? Ich wollte da jetzt nicht hin. Nein! Hört auf, Sequenzen zu triggern. Die kennen wir sowieso. Ich habe auch noch keinen einzigen Samen gekauft. Also mit Fester müssen wir uns auch anfreunden. Die gibt einem auch was. Ich weiß jetzt nicht was. Ich glaube, die Hacke. Auf jeden Fall Fester. Dann Tay. Romana. Kate. Den alten Sack mit seiner Frau. Und noch Pui. Genau, Pui. Ich glaube, den Melka habe ich. Ich weiß es nicht. Warte mal. Angel ist der Alte. Dann die Scheren sind Kate. Melkmaschine weiß ich jetzt gerade nicht. Gießkanne war Romana. Sichel war Pui. Und Hacke, ich glaube, Fester. Ja, genau. Ich wollte eigentlich angeln. Vielen Dank. Man sollte übrigens mindestens 6 Fische am Tag rausholen. Damit man so schnell wie möglich die Angel auflevelt. Weil Vam bietet die tatsächlich nur an, wenn man eine gewisse Anzahl benutzt, wenn man so eine gewisse Anzahl benutzt hat. Von Kupfer auf. Ach komm.
Von Kupfer auf Silber ist es, glaube ich, schon 500 Mal oder 300 Mal oder irgendwie sowas. Deswegen am besten so viel wie möglich angeln, wenn es nur 6 Fische am Tag sind. Ja gut, okay, jetzt habe ich auch die Scheren, Dankeschön. Ich kümmere mich später um Gizo, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich will angeln. Und dann muss ich noch in die Dingsbums gehen. In die Ausgrabungsstätte und neues Ausgrabungszeug holen. Ach Mist, ich hätte Gary ja eigentlich auch eine Dings geben können, noch eine Suppe. Aber das passt schon, das können wir noch nachholen. Hallo, angel doch, danke. XXL Wakasagi, habe ich zufälligerweise Glück oder so? Das ist jetzt der dritte Fisch. Na komm. Ich glaube, in der Ausgrabungsstätte brauche ich nicht mehr. Danke dafür. Ich glaube, das hier ist Nummer 5. Und Daryl können wir das Zeug auch später noch geben. Der läuft ja dann rum. Ich gehe jetzt erstmal in die Ausgrabungsstätte, so schnell wie möglich. Ich wäre den Fischen halt auch ein bisschen dankbar, wenn sie sich ein bisschen beeilen würden. Aber das tun sie nicht. Chihuahua. Angeblich hat man jetzt Glück. Beim Ausgraben. Danke. Die Glyphentafel habe ich übrigens schon wieder. Ah, ich brauche muss erstmal wieder was sehen. Hab schneller aus, Mädchen. Also so viel Glück hatte ich jetzt nicht gehabt, aber egal.
Ihr habt eh gleich Feierabend, also von dem her. Ja, wenigstens eine neue merkwürdige Dingsbums gefunden. So, jetzt geh doch mal weg da. Jetzt gehen wir die Fische verteilen. Vielen Dank, dass ich jetzt die Meldung bekomme, dass der Summer Sale gestartet ist. Irgendwie 3 Tage später oder so. Vielen Dank, Steam. Ihr seid wirklich up to date. So, ich gebe dir noch eine Kräutersuppe. Ich sehe es bei dem aus. Takakura muss ich mich auch nochmal anfreunden. Romana, Sebastian, Gavin. Ah, oh, Gary. Gary ist im Wufen. Gary und Nina sind auf gutem Weg. Wenn ich die zwei voll habe, jetzt geht das Gezuckel schon wieder los. Wenn ich die zwei voll habe, kann ich mich dann auch um den Rest kümmern. Aber jetzt erstmal Fokus auf den beiden. Dankeschön. So, genau, Daryl. Wo ist Daryl? Wo gammelt der rum? Funktioniert übrigens auch immer derselbe Fisch. Zweimal. Ich habe erst gedacht, es müssten unterschiedliche sein, aber nee, es funktioniert auch zweimal der gleiche. So. Wie sieht es bei dir aus, Daryl? Na, ah, mit Pui komme ich nicht voran. Aber Daryl sieht auch gut aus. Bei Pui müssen wir dann halt darauf achten, dass wir den Nachmittags irgendwann Geld geben. Jetzt pennst du, willst du mich verarschen? So, jetzt kümmere ich mich noch um Gizzo. Da, nimm die Kräutersuppe. Sashimi mache ich dir später. Aber nimm erstmal das. Co ist okay, Gizzo ist okay. Gott, alles klar. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Hund bringt, aber das ist egal. Okay. Ab wie vielen Wundern kommt die Erntegöttin? Und hat sich bei mir auf dem alten Spielstand an der Quelle irgendwas geändert? Weil die Quelle soll sich ja verändern. Also Kräuter und Kräutersuppe kann ich dir geben.
Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Bei den einen geht es leichter, sie zu befreunden, bei den anderen nicht. Ich würde den beiden ja gerne Milch geben. Dem Alten und Nina. Aber ich brauche die halt leider. Kann man leider nichts machen, ich brauche die. Gut, Schaf haben wir. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Schaf ausgewachsen ist und uns Wolle gibt. Oder Glück haben und nochmal 3K zusammenbekommen. Sollte aber nicht das größte Problem darstellen, tatsächlich. Da ist wieder kein Ei gelegt, du blödes Vieh. Ich habe vergessen, wie ich meine ganzen Hühner genannt habe, by the way. Ich weiß, dass noch ein Nori dabei war. Ein Huhn habe ich Nori genannt. War deine Idee, Rummel? Ansonsten weiß ich es jetzt gerade nicht. Hä, was? Ich hab gefehlt. Achso. Ich hab die Kiste bei Mox aufgemacht. Bevor es auf die Erhöhung geht. Und der so. Oh ne, du brauchst eigentlich Trial. Granate. Und keine Schock. Kann man das resetten? Weiß ich nicht. Ja, bin also raus aus dem Game, bin wieder rein. Die Kiste ist weg. Jetzt habe ich keinen Laser, keine Granate, kein Jet. Cool. Ja, Scheiße. Oh. Das hat's. Das hat es. Ja, kann man machen, nix. Ja, aber gut zu wissen. Die letzte Idee habe ich gemacht mit nicht einem Trick. Aber nicht regulär. Es gibt eine Position, wo sie dich nicht angreift, wo du sie angreifst. Okay. Tja. Oh. Ich kann wieder Pflanzen ernten. Vergiss nicht, die Kuh zu melken, habe ich schon. Als ob ich meine Haupteinnahmegeldquelle vergessen würde zu melken. Also die Kuh ist gerade meine Haupteinnahmequelle. Ah, kannst du gezuckelt mal aufhören, bitte? Es geht schon wieder los. Immer diese Leute, die die Kühe anfassen. Tja. Alter, ich will mit dem reden. Okay, der bringt mir auch Salate bei. Okay, anscheinend ist es wohl doch nicht so.
Sie einem verschiedene. Okay, sie können einem schon verschiedene Sachen wahrscheinlich beibringen, aber die haben jetzt keine festgelegten Dings. Weil Salate wäre eigentlich der rote gewesen. Nicht der blaue. Göttin-Taublumen würde ich übrigens auch für einen Teil, würde ich übrigens auch einen Teil verkaufen. Weil sonst hat man zu viele davon. Und im Sommer gibt es ja auch schon wieder neue Blumen. Was wollte bloß die erste Person, die eine Kuh angefasst hat? Hä? Verstehe die Frage nicht. Was ich halt die erste Person dachte, die an der Kuh an den Euter langt. Was war der Gedanke? Du, ich habe keine Ahnung. Ah, guck mal, Nippel, muss ich anfassen, muss ich dran ziehen. Hä? Mir fehlt Würzkraut. Ah, da ist Nina. So, dann nimm mal die Blume, Omachen. Das Baum ist so schön, erstmal anpacken. Ja, so ungefähr. Bra, komm her. Bin noch nicht fertig mit dir. Ah, nimm die Tonfigur. Ich verschenke dir übrigens gerade Geld. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich will gar nicht wissen, was sie mit dem ganzen Zeug anfangen. So, mit Daryl muss ich mich auch noch anfreunden. Aber den kann ich die Sachen tatsächlich abends geben. Weil der ja hier rumläuft. Abends dann. Das heißt, ich mache jetzt erst einmal mit der Exkursion in der Ausgrabungsstätte, grab da Zeug aus, damit ich da immer wieder was zum Verschenken habe. Und danach werde ich noch angeln. Und da hinten habe ich die Würzkräuter vergessen. Müssten hier eigentlich stehen. Ja, das tun sie auch. Oder nicht? Hä? Habe ich da echt Würzkräuter? Ich habe irgendwo. Ah, das sind sie doch. So, es gibt nämlich 8 Würzkräuter pro Tag. In meinem Fall 7, weil ich Pui ja eins gebe. Damit ich mich schneller mit dem anfreunde. Und Reh, wie geht's? Mir ganz gut. Rommel relativ bescheiden, aber mir ganz gut. Ich bin froh, wenn morgen der Termin ist. Oh. So, muss ich hier wieder groß machen. Ich sehe jetzt also den Chat nicht. Benehmt euch.
Eine Münze, sehr schön. Ach, Flora. Ach, egal. Na Münze, das ist gut. Noch eine Münze, so wie es aussieht. Er hat irgendwie auch mal Bock, eine Tonfigur zu spawnen. Maybe. Nee, wohl nicht. Angeblich, je tiefer man gräbt, desto mehr Zeug findet man. Ach, guck mal, da ist Gold. Vielleicht sollte man doch mal eher auf einem Spot nur graben. Und noch eine. Das gibt auf jeden Fall wieder ziemlich Geld. Wir müssen aber auch mal gucken, dass wir es dann hinkriegen, einen aufzuheben. Weil, wenn man die bestimmten Bewohner für die Werkzeuge angefreundet hat, geben sie einem einen speziellen Auftrag. Die laufen zwar nicht ab, aber es wäre schon gut, wenn man das Zeug schon hätte. Alter, hör doch auf mit deinen scheiß Fossilien, Mann. Ich weiß nicht, ob Gary auch Fossilien annimmt. Nochmal eine Münze. Ja gut, okay, für Daryl nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal kurz auf einen anderen Spot. Oh, da ist eine kleine Figur, die will ich haben. Komm, wenigstens eine. Verpiss dich, Kater. Grab das Ding doch schneller aus. Danke. Gut. Shadow der Fuchs hat Hagrid erhalten. Habe ich gerade gemacht, so rein zufällig. Aber dankeschön. Ja, hoffentlich geht's Rummel bald besser. Ja, ich hoffe es auch. Ich habe euch jetzt gerade die ganze Zeit nicht gesehen, weil ich muss das groß machen. Ich erkenne das sonst nicht. Es tut mir leid. So, wieder 6 Fische angeln. Hier gibt es Masu. Na egal.
Zählt das als Quelle hier noch? So. Drei. Muss jetzt der vierte gewesen sein. Immer diese Fische, die sich weigern, das ist nervig. So, 5. Und jetzt der letzte. So, das heißt, Daryl müsste hier irgendwo rumwandern. Und da ist er auch schon. Nee, das ist er nicht. Hä? Wo ist er denn? Daryl? Ach, da ist er. Gefunden. Ich mag Fische auch. So, wie sieht's mit den Freundschaften von denen aus? Takakura müsste ich noch was geben. Ja, ja. Läuft gut. Läuft bisher gut. Es sind ja nur drei Leute, denen ich aktiv verschenke aktuell. Na komm, go. Natürlich muss ich jetzt sich jetzt direkt dem. Ich krieg einen Anfall. Müsste eigentlich mal Dünger kaufen. Ich glaube, das machen wir morgen. Wir kaufen morgen mal Dünger und werden da ein bisschen Gras anlegen. Die Katze mit Geburtstagshütchen. Yay! So.
Okay. Der Hotdog. Oh, Alter. Wie nervig können Viecher sein? Ja. Oh, die gibt schon bessere Milch. Was geht denn da ab? Muss die Tiere erstmal drin lassen. Ich brauch Dünger. Ja, das summt irgendwas gegen die Fliegennetz, aber das würde noch bei einem Schlauch raus auf dem Fußboden oder. Okay. Ja, so wie das Kleine war, das Mann ist, weißt du? Das wäre schon immer gut. Ja, gut. Ah, oh, ich hab hier Dünger. Egal. Macht gar nichts. Das können wir wieder verkaufen. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Die XXL-Fische behalte ich mal. So. Dann kann das rein, und der Rest bleibt, wo er ist. So. Alles klar. Wo ist er denn? Da. Schön, dass er die Kräuter nimmt. Und Kräuter und Suppe. Marine. Immer diese Pilzsucht. Tja, ich kann nichts dafür, dass ich Pilze essen muss, nur damit ich Rezepte bekomme. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Hallo Waschbär. Gibt leider keinen schnelleren Weg. Aber das macht nichts. Ach, guck mal, das sind Omi und Opi. Pilze gibt's hier. Ja. Oh.
Ah, oh, die Frau steht auf Kräutersuppe. Gut zu wissen. Nina. Ich weiß nicht, warum man sich mit der anfreunden soll, aber... Was war das denn? Ich weiß nicht, warum man sich mit der anfreunden soll, aber man soll es wohl machen. Weil man ja dann später auch keine Möglichkeit mehr hat und so. Aus Spoilergründen wurde natürlich nicht gesagt, warum. Aber hey, jetzt sieht man Nina wenigstens nochmal. Ist doch auch was. So, wie sieht die Freundschaft bei euch aus? Ah, es geht voran. Geht sehr gut voran. Jo, mach das. Ja. Jo. La 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 la. Ausgrabungsstätte, neues Zeug holen. Sieht nach Clay-Figur aus. Also Tonfigur. Sehr schön. So, wieder Bildschirm größer machen, sonst sehe ich wieder nichts, weil ich blind bin. Ach, Kater. Münze, schön. Hier ist wahrscheinlich wieder irgendein fossiles Scheiß. Ja. Ah, Gold. Sehr schön. Ha! Guck mal vorne bei dem Clay-Dingsbums, ob es da mehr Clay-Figuren gibt. Ich meine, gut, okay, wir haben jetzt noch mal einer, aber mehr zu haben ist immer besser. Alter, drück dich halt vorbei. Also das sagen viele, dass das mit der Ausgrabungsdings hier echt scheiße gemacht ist. Weil die nur im Weg rumstehen.
Noch eine Münze. Auch keine Münzen, aber danke. So, jetzt wechseln wir nochmal den Spot. Geh doch weg, Flora. Ey, ganz im Ernst, ne? Sucht euch mal andere Opfer. Zieh schon ab. Blöde Kuh, ganz ehrlich. Das ist Programmierkunst, Leute. Genau das. Noch Edelstein aus. Edelstein hatte ich, glaube ich, noch gar keinen hier. Natürlich steht er wieder im Weg. Oh, Pudding. Sehr schön, Clay. Die holen wir uns noch und dann machen wir Feierabend. Wunderbar. So. Ja. So. Das andere Zeug kriegt man ja so nach und nach. Ich meine, man muss es sowieso benutzen. Ach scheiße, ich habe vergessen, einkaufen zu gehen. Egal. Eins. Zwei, drei. Weißt du mal an.
mir. Und der letzte für heute. Danke fürs Füttern. Danke fürs Füttern. Uiui. Uiui. Das nimmt und wird glücklich. Okay, brauchen wir ein bisschen. Mal mit Takakura reden bei Zeiten. Vielleicht sagt er ja schon das mit der Sammaschine. Und wenn er das mit der Sammaschine sagt, können wir uns, glaube ich, die von Daryl holen. Was soll den ganzen Scheiß hier übrigens zweimal am Tag machen? Steigen die Herzen schneller. Ich meine, ich merk's. Ich meine, sie gibt ja jetzt schon A-Milch. Also, ja. Ah, fuck, ich hab das Huhn vergessen. Kann das? Ja. Auch zweimal am Tag gießen, dann wachsen nämlich die Pflanzen schneller. Ich glaube, das haben wir auch schon so festgestellt. Ah, Moment, ich wollte nur zu Takakura. Erzählt er mir jetzt das mit der Sammaschine oder eher nicht so? Okay, nee, sagt da noch nichts zu. Ich glaube, ich kann dir auch ein paar Mal was geben, ne? Ja. Gut, dann gebe ich dem jetzt die zweite Mal Kräutersuppe. Da müsste ich mich auch schon ein bisschen mehr mit ihm angefreundet haben. Du kriegst noch mehr Geschenke, Takakura. Ich verspreche es, aber ja.
So, was haben wir heute? Den 7. Das heißt, es sind wieder Blumen nachgewachsen. Ja, wie gesagt, die Tiere muss ich erstmal drin lassen. Ha, Gizzo ist ausgewachsen. Sehr schön. Ich würde sie aber morgen erst scheren, aus dem einfachen Grund, dann fällt das nämlich wieder so zusammen, dass das Fell quasi nachwächst, wenn Van kommt. Das fand ich auf den anderen Spielstand ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir kriegen auch so die 3000 zusammen, da brauchen wir jetzt ihre Wolle nicht. Was gibt's denn überhaupt für eine? Normale Wolle, okay. Mit der alten anderen können wir uns halt auch erst im Jahr 2 anfreunden. Sobald ich Gary und Nina fertig habe, werde ich dann auch anfangen, Matthew zu bezirzen. Dass wir Matthew wieder heiraten können. Ich bringe jetzt allerdings, fange jetzt langsam an, ihm Kräutersuppe vorbeizubringen. Weil sonst wird das wahrscheinlich auch zu knapp. Ich habe vergessen, Kräutersuppe zu kochen. Egal, macht nichts. Ich habe ja noch. Erstmal mit ihr anfreunden. Die 2000 können wir dir auch ein andermal spenden. Hallo, ich will mit dir reden. Herzerwärmende Suppe. Und noch mehr Pilze. Ja, wie gesagt, ich kann nichts dafür. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Wer hat sich denn da die, wer hat dich denn nicht die Sucht getrieben? Die Waldzwerge? Was? Wahrscheinlich, wer hat dich denn in die Sucht getrieben? Ja, gut, okay. Alles klar, alles gut. Das Spiel. Das Spiel verlangt es, damit man Rezepte lernt. Ich bin unschuldig. Apropos, ich sollte vielleicht noch, Dings. Moment. Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich hab's vergessen. Ach stimmt, ich wollte Matthew ja die Kräutersuppe noch vorbeibringen. Kann ich auch machen, wenn ich zurücklaufe und in die Ausgrabungsstätte gehe. Morgen habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Weil da hat ja keiner offen.
Ich glaube, das sind auch die Tagesabläufe von den Bewohnern ein bisschen anders. So, Omi, komm mal her. So, wie sieht's mit euch aus? Gary mag mich schon sehr. Nina ist auch nah dran. Gut. Ich muss mich aber weiter mit denen anfreunden, weil nur so reicht das nicht. Ich glaube, das muss maximal sein oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit 90 Freundschaftspunkte. Das Problem ist, die Freundschaftspunkte sieht man nicht. Deswegen einfach immer weiter beschenken, bis nichts mehr steigt. Wo ist denn Rock? Ach nee, ich habe keine Zeit für euch eigentlich. Wo ist Matthew? Zu dem wollte ich eigentlich hin. Der nimmt auch mehrere Geschenke an. Was? Ach, geh doch weg, Cecilia. So, es hat er drei Geschenke von mir gekriegt. Bei den Heiratskandidaten müssen es tatsächlich drei unterschiedliche sein. So geht das Ganze auch ein bisschen schneller. So, dann gehen wir nochmal schnell in die Ausgrabungsstätte und holen da noch Stuff. Morgen schere ich Gizo und kaufe mir von der Wolle, die ich bei Van bekomme, von dem Geld, das ich bei Van bekomme, den Witter. Dann haben wir wieder einen Rummel. So, ich bin dann mal raus. Morgen wieder Frühschicht. Wirk, wünsche dir noch einen schönen Stream, einen schönen Abend allerseits. Alles klar, Shadow. Danke, dass du trotzdem dabei warst. Danke dir auch, Schatz. Na gut, das am unteren Rand glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwas.
Na gut, wir werden jetzt einfach mal wieder ein bisschen buddeln. Aber nur auf diesen Spots hier, wenn der mit seinem fetten Arsch mal aus dem Weg geht. Ach, muss er eigentlich immer im Weg stehen, Mann. Wobei, das Geld für den Widder haben wir eigentlich locker zusammen. Allein diese Gold und Gegenstände, wo man da... Könnte wieder eine Münze sein, aber ich weiß es nicht. Ja, eine Münze. Okay. Playfigur, sehr schön. Noch eine. Läuft. Tschüss, Flora, wenigstens ein Aue ist weg. Anscheinend noch ein Fossil. Gut, das lassen wir. So, zwei Figuren, das ist absolut okay und ein paar Münzen. So, wieder Fische angeln. Eins.
Zwei. Ah, fuck. Okay. Drei. Ja. Fünf. Und letzte. Messier hatte ich ja schon was geschenkt, glaube ich, ne? Ich wollte eigentlich noch Dünger kaufen, aber das können wir später machen. Ich scher dich morgen. So, das Huhn ignoriere ich mal kurz. Das Huhn. Ja, es wird im Ignore-Modus gesetzt. Ich musste sie ihm jetzt geben. Sonst wäre meine Freundschaft gesenkt worden. Öffne dich halt mal. Meine Fresse. Alles gut. Das Programm macht wieder, was es will. Ach, Bruder, hör doch mal auf damit. Ey.
Ach nee, Moment. Muss ich ja auch Sachen reinpacken. Nicht die. Hallo, ich versuche mich mit dir anzufreunden. Was heißt hier, ey? Den habe ich extra gebacken. Ja, genau. Genau. So, jetzt machen wir mal eben Suppe. Kochkünste sind sicherer, das ist auch schön. Warum träumst du von dem? Nee. Ist er nicht. Alles gut. Da kann ich dich beruhigen. Würde mich ja auch anfreunden wollen, aber ich muss Punkte sparen. Oh. Kuh. Müsste mal Futter bestellen. So, jetzt mache ich mal Milchsuppe. Der ganze Quatsch hier muss immerhin verkauft werden. Bei der normalen, bei der Milch A ist es so, die kann man auch noch zur Suppe machen. Gibt trotzdem 25 Gold mehr. Nee, Moment, vielleicht sollte ich ja auch die Kräuter einsammeln. Ich habe ja sonst keine für Pui. Jetzt geht das Geknirsche schon wieder los. Och Mann. Man will, glaube ich, nicht wissen, wie sehr einem das auf den Sack geht.
Bananen-Orangen-Marmelade. Warum zum Henker gibt ihr mir Rezepte, die ich noch nicht mal machen kann? Schon ein bisschen lächerlich. So gesehen ist das ja der Tipp, welche zwei Obstsorten du kreuzen müsstest. Ja, gut. Aber ich meine, mein Gott, ey, hast du das letzte Mal gesehen, wie viele Kreuzungen es gibt? Dann kommt man teilweise auch im Leben nicht drauf. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Matthew! Stopp! Nimm die Tomate, werd glücklich und hab mich gern. Naja, fast. Ich glaube, nach Van kann ich dann hergehen noch ein bisschen angeln. Dann muss ich die alten Menschen noch mal suchen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo die sind. Achso, hier ist noch eins. Oh, habe ich das die ganze Zeit vergessen? Ja, macht nichts. Da ist Romana. Hallo Romana. Lass wenigstens mal mit dir reden. Ich suche dich ja relativ selten. Du hast aber auch so eine richtige beschissene Ecke, wo du wohnst, ne? So einen richtig beschissenen Tagesablauf. Wer läuft denn da? Achso. Muss ich erstmal Gary und seine Frau wiederfinden. Die sind zu Hause. An Vans Tag sind sie zu Hause. Hallo. Du magst, glaube ich, auch Fisch. Weil wenn man schon mal sieht, kann man auch mal anfreunden. Aus dem einfachen Grund, den sieht man sowieso nur einmal in der Woche, glaube ich. Geh mal weg, Omi. Theoretisch. Fisch, Tomate, Würzkraut.
Steckrübe statt der Tomate nehmen. Ah ja. Gut zu wissen. Danke, Omi. Moment. Bitteschön. Kannst noch eine Milchsuppe haben. Aber nur eine. Ah, mit Pui wird's langsam. Daryl wird auch langsam. Nina hat mich schon ganz gern. Du hast es aber lang gebraucht, um aufzubauen. Verkauf mir das da, dann verkauf mir das da. Die bleiben, das da. G. Okay. Gut, am Morgen können wir dann mal Samen holen für den Sommer. Erstmal auch mal ein bisschen die anderen Werkzeuge benutzen. Und ansonsten muss ich gerade mal eben Daryl suchen. Na gut, ich verzupfe mich aber auch mal langsam. Bin doch auch schon recht müde. Viel Spaß euch noch und gute Nacht. Gute Nacht, Gizzo. Danke, dass du trotzdem dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Nacht euch. Na, warten wir mal, bis der wach wird. Oh, ich krieg die Samenmaschine. Gut, mit Daryl können wir aufhören, uns anzufreunden. Was? Ja, natürlich, habe ich doch gerade eben gelesen. Gut, Samenfertiger haben wir. Mit Daryl können wir aufhören, uns anzufreunden. Sehr schön. Oh, Takakura, hi. Es geht jetzt alle. Es kann halt wirklich mal aufhören damit. Futter bestellen. Holen wir mal eben noch 5
Vogelfutter. Tausend, ja, können wir machen. So. Ich mach schon. So. Alter, wie das komplette Programm gerade ausrastet, ne? Ich hab dich doch nur neu gestartet. Was soll denn das? Ist ja wohl ein Witz. Kann es jetzt bitte mal funktionieren? Dankeschön. So, ich habe jetzt mal für drei Früchte Felder angelegt. Dann sollten wir noch angeln. Hallo, Eiswolf. How are you? Oh, nice. Ach stimmt, sollten wir den wieder noch bestellen. Ja. Fünf. Und die Nummer 6. Habe ich dir schon was gegeben? Ich weiß es nicht. Gib dir einfach mal. Okay. Ich war heute beim Huhn, oder? Nein, ich war schon wieder nicht beim... Ach komm. Ich hasse diese Viecher. Ich vergiss mal so leicht. Er macht nichts.
die Kuh? The Kuh, the Kuh. Potter ist unterwegs. Es geht geknirscht schon wieder los. Ey, es geht mir höllisch auf die Eier. Funktionier bitte. So. Nee, akzeptiere ich nicht. Akzeptiere ich einfach nicht. Was ist denn das? Nee. Einfach nur nee. Okay, ich krieg ein Raster. Was ist denn das jetzt? Funktioniert gar nichts mehr an dem Teil, oder was? Ach, ein Mädchen. Okay. Dann nennen wir sie, ich weiß nicht, ob es das zweite Huhn war, wir nennen sie jetzt einfach Nori. Da ist noch ein bisschen dauern. Hallo. Ach, natürlich pennt sie wieder. Würdest du mal aufwachen, bitte? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
Wach auf. Ich will dich doch nur bürsten. Hallo. Blödes Vieh. Wecke ich dich halt mit Absicht. Das ist mir auch vollkommen Schnuppe. Geht mir langsam echt auf die Eier. Wach doch auf. Weißt du was, dann leck mich. Wenn du lieber schlafen willst, statt geduscht zu werden, ist mir das auch wurscht. Ernsthaft, das ist... Es gibt nur drei Dinge in diesem Spiel, die dermaßen abfacken. Und zwar die Tiere, wenn sie schlafen, dass man mit denen null interagieren kann. Wirklich null, nur weil sie schlafen. Und dann noch die Tatsache, mit den Hühnern. Je später du reingehst in den Stall, desto später legen die Dinger ihr Essen, ihre Eier. Das ist auch so saunervig. Und dann doch das mit der Ausgrabungsstätte. Das sind die einzigen drei Sachen, die wo mich richtig abfacken. Ich habe jetzt kein Kraut dabei. Ich habe vergessen, die drei Kräuter von meinem Hof mitzunehmen. Aber wir haben jetzt schon mal den Samen fertiger. Das ist ziemlich gut. Ja, speichern mache ich mal. Ich würde behaupten, den ersten Speicherstand lassen wir mal. Ich mache einen neuen auf 5. Nur zur Sicherheit. Man kann ja den alten auch irgendwann mal überschreiben, aber erst wenn wir so weit sind wie, wie da halt. Nur mit ein paar Extras. Oh, Takakura, du bist gerade unterwegs. Komm her. Wir müssen uns sowieso mit dem anfreunden, weil wegen dem dritten Feld. Das hatten wir ja auf dem anderen Spielstand schon. Es geht das Geknirsche schon wieder los. Ey, ich krieg einen Raster. Ich krieg einfach einen Raster. Es hört nicht mehr auf, es wird immer schlimmer. Manchmal fängt sich's noch, manchmal aber überhaupt nicht. Ich habe nichts dabei außer Tomate und Kräutersuppe. Aber ich muss ja eh einkaufen, fällt mir gerade ein. Wow, Matthew. Es wäre mir ohne deine Hilfe überhaupt nicht aufgefallen, dass es windig ist. Vielen Dank für diese Info. Wir müssen ja Daryl nichts mehr schenken. Das ist ja das Gute daran. Ich hab's dir doch gerade gesagt. Was? Bra.
Ach komm. Kumpel. Danke. Okay, gut. Dann gehen wir eben Sachen kaufen. Fester, biet mir was an. Verkauf mir doch einfach was, statt mich voll zu sabbeln. Ja. Gut, Tomaten kann ich nochmal anbauen. Holen wir mal 12 Stück. Wassermelone, Frühling bis Sommer. Können wir auch 12 Stück holen. Herbst, Frühling, Sommer bis Herbst, Sommer bis Winter, Winter bis Frühling, Herbst bis Winter, nur Herbst. Okay, alles klar. Die Bäume mache ich auch erst wieder später, nur damit ihr da Bescheid wisst. Oder? Ach nee. Dann holen wir mal 50. Okay, 50 sind 1000. Gut. Holen wir mal 50 und machen mal ein bisschen Gras. So, der Rest des Geldes muss gespart werden. Ich muss den Widder auch noch kaufen. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man viel zu viel im Kopf behalten muss. Da kommt Nina. Hallo Nina. So, und weißt du was? Okay. Fisch. Bitteschön. Gut. Wie sehen eure Freundschaftswerte aus? Matthew, ja, Matthew geht voran. Takakura geht auch voran. Gary ist, weiß ich nicht, ob er voll ist. Ich werde ihn mal noch beschenken. Mal gucken, wie weit es noch geht.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich es hinkriege, jetzt nochmal in die Ausgrabungsstätte zu gehen. Also falls nicht, würde ich lieber angeln. Wir haben noch eine Tonfigur. Wo ist denn der Bettler? Ach, da unten kommt, da hinten kommt er. Dann kriegt er nämlich noch ein Kraut. Ja, in die Ausgrabungsstätte zu gehen lohnt sich jetzt nicht mehr, weil ich werde jetzt definitiv den Widder bestellen. Und hier ein bisschen düngen, ein bisschen was auf dem Hof machen. So. Dann würde ich dann nachher lieber angeln. Da mache ich aus 6 davon wieder Samen, den Rest verkaufe ich, dann habe ich wieder 12 und immer so weiter. Das sollte mir am Anfang auch ein bisschen Geld geben. Guten Abend, Draco und Chat. Hallo, Luffy. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Jedenfalls sollte das auch nochmal einen Geldboost geben. Zumindest halbwegs. Huh? I cannot smile. My avatar can't. Mir geht's gut, hofft ihr auch? Ja, mir geht's soweit auch gut, danke. Ja, ja, ich hab's verstanden, Brudi. Kumpel, laber mich doch nicht an. Du willst mich verarschen. Achso, okay, gut. Dann haben wir das jetzt erledigt. Dann werde ich jetzt nochmal angeln gehen. Die 6 Fische am Tag, die wir machen sollen. Können wir morgen die Tiere auch mal wieder rauslassen, weil da Gras gewachsen ist. Hi. Nein.
Ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Hier 4, das ist jetzt 5. Weil diese Viecher aber auch so ewig brauchen zum Anbeißen. Was ist denn das? Danke. Mach schon. So. Ich muss den wieder bestellen. Wieder am Schlag. Ich glaub's ja nicht. Ich krieg die Krätze. Schön, dass du mal wach bist. Herzlichen Glückwunsch. So, da wieder. Wieder. Ei, Mietz. Na du? Ein Ei. Sehr schön. Ein Ei. Habe ich hier was so verschenkt an Matthew? Halt insgesamt 3 Stücke Flügel. Ein Wunder. Er hat schon 8 der Wunder gefunden. Toll. Okay, alles klar. Moment. Ich sollte vielleicht mal meinen anderen Dings aufmachen. Wo ist denn diese PDF-Datei? Mit den Herz-Events. Nein. Das war so nicht. Ich hatte ja nämlich eine PDF-Datei. Nein, das ist das mit den Pflanzen. Wo habe ich denn die? Habe ich die überhaupt hier auf dem Dings gespeichert? Oder woanders. Ja, ich hab's jetzt gefunden. 2 Herzen, besuche Festers Haus. Uhrzeit Annie. Okay, alles klar. Machen wir morgen. Mietzi! So, Bock ist unterwegs. Laffy! Gut, hier wächst Gras, das ist schön.
Give me your milk. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Du hast nichts zu essen da drin, ich weiß. Lass mich das halt hineinlegen. So, soll ich jetzt mal wieder 60 Futter? So, Tiere auf die Weide rufen. Yay! So, mein Schafbock ist unterwegs. Halt, Moment. Ich kann eine Milch für Matthew mitnehmen. Ich glaube, ich war gestern nicht bei den Wichteln. Sollte man nach Möglichkeit aber auch nicht vergessen. So, ab Jahr 2 versuche ich die dann zu spenden. Muss ich nur dran denken, dass der nachmittags auf der Brücke hockt. Und das dann 20 Tage lang durchziehen. Melotoffel, alles klar. Kann ich dann direkt morgen auch noch einpflanzen. So, und dann kriegst du noch eine Tomate. So. Ich hab dich nicht mal angesprochen. Aber ist okay. Es funktioniert wieder diese beschissenen Heizinvents nicht. Oder ist das Fässers Haus? Nee, hä? Irgendwie wollen diese scheiß Events nicht. Versteh's nicht. Egal. Soweit ich
weiß, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendjemand, meine ich, hätte in irgendeinem Video gesagt, dass sie gar nicht so wichtig sind. Ich hätte das Event jetzt halt gerne mitgenommen. Aber gut, wer nicht will, der hat schon. Wird schon irgendwann passieren. Wollte bei mir gestern auch nicht. Okay. Ich glaube sowieso, die Listen in der, die Listen sind falsch. Ich habe hier eine von Mini Moli, weil es die einzige ist, die ich auf Deutsch gefunden habe. Und anscheinend funktioniert das nicht. Weil da steht, ist egal welche Uhrzeit, zwei Herzen brauche ich, soll hier rein und da sollte das triggern. Ein Scheißdreck tut's. Also irgendwas stimmt da auch nicht. Muss ich ganz klar sagen. Vielleicht sind die aber auch ein bisschen random. Das kann auch sein. Dass du zwar die Chance hast, ab dem und dem Herzlevel eine Dings zu triggern. Eine Sequenz. Aber dass das irgendwie nichts bringt. So, alter Mann. Bonfigur. Kräuter ist super. Und Fisch. Gucken wir mal, ob sich an seinem Freundschaftslevel noch was getan hat. Wenn nicht, ist es maximal. Wie sie auch Nina runterguckt, Alter. Aha. Ich glaube, Gary ist voll. Wir können aufhören, Gary zu beschenken. Ich werde ihn morgen noch mal beschenken. Nur zur Sicherheit. Aber ich glaube, er ist voll. Und das innerhalb vom Früh... Und das innerhalb vom Frühling. Vom ersten Frühling. Einfach mal instant mit beiden angefreundet. Okay. Dann können wir uns nämlich auf andere Leute konzentrieren. Zum Beispiel Festa und Romana. Ich glaube, als nächstes freue ich mich wirklich mit Festa und Romana an. Ach, scheiße, jetzt war ich da oben, könnte ich nochmal hochladen. Na gut. Hallo Mädchen. Ach toll, klar, jetzt werde ich zurückgeworfen. Nein, ich gehe nicht mehr nach hoch. Rummel, möchtest du wieder Dings für den Widder sein? Ist egal. Gut, dann nenn ihn Rummel. Ja, ich würde mitkommen und eine Pause machen. Dann schiebe ich die Pause nämlich einfach vor. Ich werde das übrigens privat weiterspielen. Also ihr könntet ein paar Sachen verpassen, ich sag's nur dazu. Aber ich möchte euch jetzt nicht nochmal alles von vorne im Stream zeigen. Das hier war auch ein angefangener Spielstand gewesen, den ich hier gemacht habe. Also ich habe gestern, heute Nacht noch neu angefangen, um 2 oder so. Hab dann noch ein bisschen gespielt. Und ja. Also ihr müsst nicht mehr an allem teilhaben. Ich werde das privat spielen.
Weil wenn ich das nur on stream spiele, komme ich gar nicht voran. Ich kann euch aber gerne auf dem Laufenden halten. Du hast ja das Ganze schon mal gespielt on stream. Ja, eben. Du hast das ja schon alles on stream gespielt. Und das können wir jetzt nochmal den Leuten. Ja, ich habe halt die Befürchtung, es langweilt dann doch. Ist halt mega ärgerlich mit diesem Kack da. Mit dieser dämlichen Angel. Wer kommt auf so einen Scheiß? Egal, ich brauche nur Tonfigur. Tonfiguren sind mein Leben. Ich glaube, hier ist schon nur einer. Ja, wunderbar. Da haben wir eine Tonfigur. Da haben wir, oh, da haben wir eine Münze. Dann höre ich nämlich auf, Gary zu beschenken. Und konzentriere mich auf andere. Alter, es sind bitte diese Fettäsche im Weg, ne? Oh, es ist so schlimm. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, es gibt nur drei Sachen in diesem Spiel, die ich richtig beschissen finde. Einmal diese Ausgrabungsstätte, dass die beiden da, wenn sie da sind, alles blockieren. Es geht mir mega auf den Sack. Und das mit den Tieren, dass wenn die schlafen, dass du null mit denen interagieren kannst, wirklich null. Dass du sie auch nicht wecken kannst oder sonst irgendwas, das geht mir mega auf den Sack. Und dann noch, was war denn das dritte? Ich hab's vergessen. Ich finde ein paar Sachen einfach nicht gut. Und es waren drei. Das hier mit der Ausgrabungsstätte. Das mit den Tieren. Ach ja, genau, das mit den Hühnern. Dass je später du da in den Stall kommst, desto später liegen die Eier. Das ist auch kompletter Schwachsinn eigentlich. Das ist nicht gut gemacht. Also das sind die einzigen drei Dinge, die hier wirklich überhaupt nicht gut gemacht sind. Ich weiß nicht mehr, wie es im Original war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Original weder Carter noch Flora irgendwas blockiert hat. Gut, okay, ich habe jetzt nochmal zwei Clay-Figuren, das passt. So, dann gehen wir nochmal angeln. Unsere tägliche Fischdosis. Dann mache ich den Tag jetzt noch fertig und dann können wir gerne Pause machen. Dauert nicht mehr lange. Eins. Dann könnte ich dann nämlich auch langsam mal anfangen, Sashimi zu machen und mich mit Takakura anzufreunden wegen dem Feld. Der kriegt momentan von mir nur Kräutersuppe. Der arme Kerl. Zwei.
3. Ja, komm schon. Danke. 4. Besser als nichts, beziehungsweise die Suppe als Vorspeise und dann würde sich noch eine Hauptspeise selbst kochen. Ja, vielleicht. So, 4. So, 6. Mit Daryl müssen wir uns nicht mehr anfreunden, den können wir getrost ignorieren. Na komm, lass dich knuddeln. Spendi. Genau das meine ich. Jetzt kann ich wieder nicht mit reinteragieren, weil es am Pennen ist. Gar nicht. Gefühlt nach 5 Jahren. Ich weiß nicht genau, wann die aufwachen. Das ist unterschiedlich. Bestimmt Schlafenszeiten? Nee, die schlafen random. Hätte sein können, keine Ahnung, dass die von 3 bis um 5 pennen oder sowas. Weil meinetwegen könntest du ja auch schlafen, das ist ja nicht das Problem, aber es geht mit Tierisch auf den Keks, dass nichts geht. In anderen Haus muss man die, ich glaube, im Original konntest du die sogar im Schlaf melken. Hier geht das nicht. Warum auch immer. Oder in irgendeinem Harvest Moon zumindest ging das, dass du die im Schlaf melken konntest. Ich brauche mal beim Tier. Steck den Kopf einmal hin. Mein Kopf ins Tier. Macht das nicht jeder? Über Hunde oder Katzen kann ich es verstehen. Oh, ich habe Matthew vergessen, eine Tomate zu geben. Apropos Matthew, ich wollte ja nochmal gucken, ob das dämliche Event funktioniert. Dann kann ich ihm auch gleich die Tomate noch geben. Weil ich meine, 5 Tomaten verkaufen, come on, please. Willst du mich verarschen? Okay. Ah, hey, wie läuft's so? Bla. Freut mich zu hören. Wir haben das Event auch schon gesehen. Das ist sein erstes Herz-Event. Bla bla bla. Herz-Event Nummer 1 abgehakt. Cool, kann ich jetzt nochmal rein? Ich will dir eine Tomate geben. Was? Ach, ich hab dir schon eine gegeben.
Okay, gut. Ach, bruh, kannst du mal bitte von deinem Dings weggehen, bitte? Ah, drei Herzchen. Sehr schön. Haha. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal eben eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Sehr schön, da hat 4 Herzen. Ja, hast du was zu trinken? Ja, ich habe was zu trinken. Mit Gary gucke ich noch mal. Gib mal her, ich habe sowieso Hunger. Dankeschön. Ich war jetzt nicht unbedingt der Fan von Brot und Käse, aber... Danke, Luffy. Ja. Boah, mach mal Butter drunter. Käse. Mein Gott. Okay, passt schon. Meine Güte. Wir haben nicht mal Butter. Ich meine ja nur. Ja, so kann ich kein Butter drunter kriegen. Machen wir gleich. Moment. Okay. Okay. Mann. Ah, da ist die Feder. Sehr schön. Ja. Entschuldigung, aber... Würdest du mir einfach meinen Avatar wiedergeben, bitte? Ich finde das witzig, wenn du rausmarschierst. Dankeschön. Mein Gott. So. Das stimmt ja. Ja, ist gut. Ja. Ah, jetzt geht dieses Gerausche schon wieder los, ey, ganz ehrlich. Ich stapse das Ding bald komplett ab. Mir reicht's. Ah.
Scheiße. Oh. So. Dann hoffen wir mal, dass wir bald die Kupfersachen bekommen. So. Ich glaube, dieses dämliche Huhn hat noch kein Ei gelegt. Ja, okay, die blaue Feder. Eitrate mache ich gleich. So. Ich hoffe, das hört bald auf. Es ist Kratzen im Hals. So. Die Kräuter kann ich ihm dann wieder geben. Gut. Dann werde ich erstmal ganz kurz kochen. Weil ich habe noch ein paar Würzkräuter, die müssen zur Suppe gemacht werden. So. 15 Stück. Die reichen noch ein bisschen. Okay. Dann machen wir hier. Machen wir hier mal weiter. So, okay. Wir müssen dann Geld sparen. Ich hätte ganz gerne die andere Kuh. Die Marble. Oh, kennt die wieder, ich glaub's nicht. Nee, 3. Sehr schön. Die Marmorkuh hätte ich gerne. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Geld sparen. So. Hier wächst nichts, aber hier wächst was. Die Blumen werden wir wieder verschenken und einen Teil davon verkaufen. Na komm, nimm. Cool. Hör auf mit diesem Geknirsche, Mann. Dieses dumme Drecksprogramm. So.
Da ist Matthew, den können wir jetzt wieder beschenken. Ja, Tomate hat er. Alter, das geht mir so auf den Keks, ne? Das letzte Mal. Ich mach das jetzt nur noch einmal. Dann lasse ich den Ton einfach raus. Mir reicht's. So. So, okay. Ey, das hört einfach nicht mehr auf. Was ist denn das? Aber gut, das können wir ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Erdhernblume nochmal aufzuheben. Dieses Gerausche hört nicht mehr auf, ne? Ich habe die Nase so voll. Okay. Okay, Gary liebt mich. Gary liebt mich. Wir können mit Gary aufhören. Sehr schön. Gut, dass wir das geschafft haben. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch jeden Tag mit ihm reden. Das heißt, wir werden uns jetzt anfangen, mit Romana anzufreunden.
Alles. Kann dieses Geknister auch mal aufhören jetzt? Ich habe langsam echt die Schnauze von dir voll Capture Card. Natürlich kann ich mich nicht mit dir anfreunden, weil sie hier in ihrem scheiß Sessel hocken muss. Alter. Gut, dann werden wir Tai nehmen. Ich glaube, Tai ist ein bisschen einfacher. Kriegst du eine Kräutersuppe? Kai ist nämlich auch so einer, mit dem wir uns anfreunden müssen. Habe ich jetzt schon Pui? Ja, Pui habe ich schon, ne? Gut, das ist jetzt Pui. Da würde ich jetzt mal 100 Gold geben. Das heißt, wir können die Ausgrabung jetzt auch erstmal wieder lassen. Angeln werde ich trotzdem. Und werde dann anfangen, Sashimi draus zu machen. Weil alle Leute die Fisch mögen. Haben wir jetzt schon durch. Ja, das ist Nummer 5. Und Nummer 6. So. Erster Tag gespendet. 10 Tage gibt 1000.
Morgen gucke ich mal, dass ich die Tiere rauslasse. Man soll sie nämlich tatsächlich. Man soll sie nicht so lange drin lassen. Das ist nicht dein Ernst. Du dämliches Vieh. Du wirst mich verarschen. Wann habe ich dich denn gestern gemolken? Beziehungsweise heute Morgen. Um 9 oder so, ne? Ja, geht so, gibt schon bessere Wolle, das ist schön. Gib mir jetzt bitte endlich mal deine Milch. Ah, ich habe so viel Fisch da drin. Okay. Wenn du jetzt das Fressen anfängst. Ich hasse dich. Gut. Die Blume bleibt auf jeden Fall da. Das bleibt da. Die Blumen bleiben auch mal da. Die kommt weg. Den Rest verkaufe ich wieder. So. Masoline, Maso, XXL Maso. So. Die XXL Fische bleiben mal da. Die brauchen wir nämlich für irgendwas. Moment. Ich muss, glaube ich, noch zum Huhn. Yep, muss ich. Da kann ich... Oh, wie heißt der denn? Da kann ich Matthew morgen auch gleich ein Ei schenken. Okay, Rezepte habe ich keine mehr. Ja doch, Sashimi wollte ich machen. Mache ich gleich. Vorspeise ist das, glaube ich. Oder machen wir jetzt mal Dings und freunden uns dann nebenbei auch noch ein bisschen mit Takakura an. Nämlich Sashimi.
Und können unsere Ausdauer auch ein bisschen erhöhen, wenn es sein muss. Ich meine, wir angeln ja sowieso jeden Tag mindestens 6 Fische. Von dem her passt das schon. So, dann haben wir jetzt Ding. Okay. Ja. Ist bei den Hühnern alles okay? Nee, dass sie wieder rumheulen, sie haben kein Futter. Nee, da ist alles gut. So. Ah shit, ich habe vergessen, die Pflanzen zu gießen. Irgendwas vergisst man immer. Aber das macht jetzt nichts. So, Samenmaschine haben wir schon mal. Als nächstes würde ich sagen, kommt die Kuh. Und dann gucke ich mal nach dem Düngerfertiger. Vielleicht nimmt Tai auch Sashimi? Weiß man nicht. So, ich lasse die Tiere mal raus. Ne, dass sie noch unnötig Stress haben. Ich will es nicht zeigen, ich möchte mit dir reden. Ach Mann, jetzt pennt die wieder. Klassiker, geht so nur am Schlafen. So, okay. Wir müssen dran denken, nachmittags zur Brücke zu gehen. Hey cool, der nimmt sogar Sashimi an. Das heißt, mit dem haben wir uns auch fix angefreundet. So, dann geht's mal zu Matthew.
Einfach jeden Tag mit irgendwas zu spammen. Wird schon passen. So. Das war's. Oh, guck mal, da ist die Traumsequenz direkt mal ausgelöst. Ich verstehe diesen Traum immer noch nicht. Und dann ist der auch erstmal erledigt. Da ist Ty. Nimmt er auch Sashimi? Okay, er mag Sashimi. Tai. Ah, es geht voran. Okay.
Ja, Nina braucht noch einen Tag. Nina braucht noch einen Tag. Dann bin ich auch maximal mit ihr befreundet. Gut, ich werde mich mal auf die Brücke verziehen und angeln und da auf Pui warten. Dann würde ich mir tatsächlich Romana vorknöpfen. Um mich mit der anzufreunden. Und ich weiß, dass sie Milch und Blumen mag. Diese Animation gerade. Geht schon los. Auch eine bessere Gießkanne.
Ach komm. Auf zu heulen. Wenn du legst dich hin und schläfst, dann haben wir ja ein Problem miteinander, Mädchen. Ernst. Na gut, dann gehe ich halt erst zum Huhn und gucke, ob das schon irgendwas gelegt hat. Ja, hat's. Sehr schön, kann ich Matt morgen wieder ein Ei schenken. Ach, du dämliche Kuh. No shit. Oh. Wow. Danke. Sehr nett von dir, Kuh. Schön, dass wir uns verstehen. Gut. Ah, da ist noch ein Ei. Guck an. Ernsthaft? Was ist jetzt los? Achso, das Feuerwerkfestival. Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Okay. Okay, mein PC hat gerade irgendwie gehangen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich hoffe, es lief für euch trotzdem. Ich weiß nicht, was das gerade mit dem PC war. Tut mir leid. Oh, keine Absicht. Ich habe nichts gemacht, ich schwöre. So. Matthew. Was für ein Zufall. Bereit für das Feuerwerk? Ja.
Gerne. Ich glaube, das war auch das mit den Sternschnuppen. Was ist denn das hier jetzt? Die ganze Zeit? Was ist denn das jetzt? Hallo? Sag mal, ist das im Stream genauso? Nee, der komplette PC hängt sich gerade auf. Was ist denn das jetzt? Kannst du vielleicht einfach nur mal funktionieren? Ja, anscheinend leckt es im Stream genauso. Was ist denn das jetzt? Warum spackt denn das so? Das jetzt funktioniert ja gar nichts mehr. Ich glaube, das Update von OBS hat irgendwas zerschossen. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, weil ich habe hier nichts. Da ist nichts. Hallo. Na gut, wenn das so weitergeht, werde ich den Stream jetzt beenden müssen. Weil ich glaube, das fängt sich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob mich irgendjemand hört. Ach, jetzt gehst du auf einmal wieder. Willst du mich eigentlich komplett verarschen oder was? Was ist denn das mit dir heute? Das mit dem PC stimmt was nicht. Oder mit OBS, je nachdem. OBS macht gerade massive Probleme. Aber in der Kürze liegt wohl die Wurzel. Okay, nee, das war doch nicht das. Okay, gut, ich werde jetzt ja den Stream trotzdem mal beenden. Ich hoffe, es wird das nächste Mal besser. Ohne dass irgendwas rumspackt. Ich
werde euch übrigens rüber zu Dufti schicken. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, das spielt Final Fantasy 16. Und ich werde das hier privat weitermachen. Und wir sehen uns dann Donnerstag wieder. Alter, was? Okay. So, alles klar. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal Feierabend machen. Was ist denn das? Es hängt sich halt alles auf. Es hängt sich gerade hier alles auf. Das ist schlimm. Okay. Also solche Probleme hatte ich mit meinem PC tatsächlich noch nicht gehabt. Dass es sich so massiv aufgehangen hat. Yep. Dufte spielt Final Fantasy 16. Da wäre ich gerne dabei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann drüben auf der anderen Seite, wenn hier irgendwann mal was funktioniert. Kommt doch gerade aus der Pause zurück. Da wünsche ich dir auch einen schönen Abend, Draco. Vielen Dank, Luffy. Ich werde noch schnell den Raid initiieren. Ja. Wie gesagt, sorry, dass ich das jetzt so abrupt abbrechen muss, aber ich werde den PC auch mal runterfahren. Vielleicht braucht er auch mal generell eine Pause, weil dieses Aufgehänge hier, das, ich weiß nicht, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Und ja, wer kann und wer möchte, kann mein Raid-Emote spammen. Und wir sehen uns dann einfach am... Ich sehe jetzt eigentlich im Streamplan. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Moment. Hallo. Funktioniere. Wir sehen uns am Donnerstag, glaube ich. Öffne doch mal bitte irgendwas. Ja, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und ich guck mal, was da... Also irgendwas stimmt mit OBS nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder mit dem kompletten PC. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir sehen uns. Viel Spaß bei Dufti. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alter, was ist denn das?